Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und ihr seht gerade schon an dieser Stelle, dass ich keine Facecam drin habe. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar habe ich eine Katzenhaarallergie und wir haben ja einen Kater. Das ist die klügste Idee überhaupt gewesen. So, okay, gut, man muss dazu sagen, der Kater war schon vor mir, also bevor ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, war er schon da. Und dementsprechend kann ich jetzt natürlich nicht sagen, Kater raus. Ich habe auf jeden Fall eine Katzenallergie und meine Augen sind gerade mega am Tränen und ich sehe gerade aus wie so ein weiß ich nicht was. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal gesagt, mache ich mal keine Facecam. Ich denke mal, viele von euch sagen so, mach doch eine Facecam, ist doch voll lustig, dich so zu sehen. Aber nein, das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig und das ist auch nicht... Das macht keinen Spaß, ja? Das muss man an dieser Stelle einfach mal so sagen. So, Leute, was haben wir gestern im Livestream alles erlebt? Wie geil war gestern der Livestreamer wieder? Richtig nice. Also, Dankeschön erstmal fürs Einschalten an alle Leute, die dabei waren. Es war unfassbar cool. Ich glaube, wir waren irgendwie bei 3.500 Zuschauern oder so. Es war richtig geil, hat richtig viel Bock gemacht. Und ich glaube, ich habe fast 12 Stunden gestreamt. Also bis tief in die Nacht hatte ich dann noch über 1.000 Zuschauer. Wir haben ja Minecraft gespielt, wir haben Rainbow Six Siege gespielt, wir haben später noch H1Z1 gespielt. Es war richtig nice, es hat super viel Spaß gemacht. Der Chat war wieder mega geil, es hat einfach Bock gemacht. Leute, ich muss mich an dieser Stelle auch einfach für diesen krassen Support bedanken, denn wir sind inzwischen bei knapp 800 Subscribern. Und ich möchte an dieser Stelle nur mal ganz kurz betonen, ja, und das muss man sich mal geben. Wir haben gestern das Giveaway gemacht. Ich habe ja gestern ein Headset verlost und 4 Mäuse und Mauspads und sowas alles, weil wir ein Subscriber-Ziel erreicht haben. Und das Subscriber-Ziel waren 706 Subscriber. Ja, also wenn wir 706 Subscriber erreichen, habe ich gesagt, dann mache ich ein Subscriber-Ziel, beziehungsweise ein Giveaway, meine ich. Und dieses Giveaway wird dann verlost im nächsten Stream. So, wir haben 706 Subscriber erreicht. Das im letzten Stream, also nicht in dem gestern, sondern davor. Und sind jetzt schon wieder bei fast 800 Subscriber. Das heißt, es sind einfach während im Grunde einem Stream sind fast 100 Subscriber dazugekommen. Das ist unnormal, Leute. Und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen nochmal bei euch jetzt an dieser Stelle bedanken. Denn das ist einfach abnormal, wenn ich mir überlege, wo ich vor einem Jahr gestanden habe, wo ich wirklich angefangen habe mit von YouTube und Twitch Vollzeit zu machen. Und wenn ich jetzt überlege, wo wir jetzt hingekommen sind oder wo ich jetzt hingekommen bin. Das ist einfach für mich ein ultra geiles Gefühl und einfach nur schön zu wissen, dass es euch so viel Spaß macht, dass ihr sagt so, yo, den Zander supporten wir und das ist einfach schön. Und deswegen an dieser Stelle einfach mal ein fettes Dankeschön nochmal an euch. An die Community, das ist echt nice. Und es macht auch momentan einfach mega viel Spaß. Nicht nur das Streaming, sondern auch die YouTube-Videos. Machen mir unfassbar viel Spaß. Ich mache momentan ja 3 Videos am Tag. Also um 14 Uhr kommt ja immer Craft Attack. Um 16 Uhr kommen die Planet Coaster Videos. Und übrigens, ohne Scheiß, Leute, tut mir den Gefallen und zieht euch heute unbedingt das Planet Coaster Video rein. Die nächsten Folgen werden richtig nice werden. Ich baue eine Achterbahn und mit einem richtig krassen Szenario. Also da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich Planet Coaster um 16 Uhr bringe und um 18 Uhr kommt ja jetzt noch Rainbow Six Siege. Da kommt ja jetzt noch das neue Format Road to Diamond. Ich denke mal, dass, also bis jetzt kommt es sehr, sehr gut bei euch an. Und das wird jetzt auch täglich kommen um 18 Uhr. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte einfach an dieser Stelle sagen, Dankeschön. Ich möchte jetzt auch keine Werbung hier machen. Blablablub, aber es ist einfach mega nice. Ich freue mich einfach darüber, dass es so ist. Und für mich ist es einfach ein ultra schönes Gefühl, weil ich einfach sehr, sehr viel Arbeit in den YouTube-Kanal stecke. Und ich einfach froh bin, dass es so wirklich so gut bei euch ankommt. Das ist einfach schön zu sehen. So, wir bauen übrigens gerade hier, seht ihr ja schon die ganze Zeit, wir bauen an der Mauer weiter. Das haben wir gestern im Stream angefangen. Und gestern ist alles so drunter und drüber gegangen. Ich musste mehrmals hier alles anpassen. Jetzt ist das aber schön. Wir haben hier immer eine Säule, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Lücke, also 5 Platz. Wir haben die Zinnen schon oben drauf gebaut und jetzt machen wir die Säulen, wo wir natürlich später dann nochmal die Zinnen ein bisschen anpassen müssen, weil wir die Säulen ja so bauen, dass im Grunde die ein bisschen hervorstehen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine schöne Mauer werden, hoffe ich zumindest. Gestern haben wir übrigens nochmal die Rüstung repariert, das haben wir schon gemacht, das wollte ich noch an dieser Stelle sagen. Wir haben ein paar Bäume gefällt. Was haben wir denn noch gemacht? Ich weiß gar nicht. Genau, Legend haben wir gestern auch gespielt. Legend war auch geil. Legend haben wir gestern ein bisschen gefarmt. Leider habe ich gestern Legend erst viel zu spät angefangen. Dementsprechend habe ich gestern Legend, glaube ich, nur 1,5 Stunden oder so gespielt. Aber Legend, da an der Stelle kann ich es auch nochmal sagen, für die Leute, die die ganze Zeit fragen, hey, wann kommt mal wieder Legend und so. Ich habe ja gesagt, dass ich Legend eher in den Livestream spielen möchte. Weil Legend ist eher so ein Livestream-Projekt und da möchte ich das auch dann behalten. Und wenn wirklich mal irgendwas Krasses ist, dass man sagt, okay, jetzt kommt hier so ein Spielmodus raus, den könnte man regelmäßig bringen oder so, dann könnte ich mir auch vorstellen, Alter, was mache ich denn? Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich sage, okay, hey, ich sag mal, als Beispiel jetzt CTC,
per UTC, nicht CTC, sondern UTC. UTC bringe ich dann einfach regelmäßig und sage dann, UTC kommt dann zum Beispiel alle 2 Tage oder so. Keine Ahnung. Wo wir dann einfach schöne Highlights rausschneiden oder so. I don't know. Muss man einfach mal schauen. Kev's Klamm kommt ja jetzt auch hoffentlich dann irgendwann bald mal. Da freue ich mich schon drauf. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich die dann halt auch regelmäßig dann auf YouTube bringe in irgendeiner Form. Wäre auf jeden Fall für mich denkbar, dass ich das dann so mache. Ich denke, das ist auch für euch in Ordnung, weil wie gesagt, ich finde halt einfach, Legend ist mehr so ein Streaming-Projekt. Da geht man halt farmen, da kann man ein bisschen im Chat labern, das finde ich auch mega geil. Dass man einfach richtig geil mit dem Chat labern kann, dass man ein bisschen entspannen kann, ein bisschen chillen kann. Und dann im Endeffekt geht man dann hin und zockt ein bisschen PvP mit UTC oder so. Und so, also das ist schon echt nice gemacht. Also das gefällt mir eigentlich so mit am besten. Weil wenn ich die Videos mache, dann labere ich immer nur so wie jetzt hier mit mir selber. Und kann dann halt im Endeffekt kaum auf irgendwelche Kommentare eingehen, weil das einfach unglaublich schwierig ist. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man Kommentare mit in ein Video nimmt und dann live Kommentare beantwortet. Also wenn ich mir jetzt hier einen Kommentar raussuchen würde vom zum Beispiel letzten Craft Attack Video und den beantworten würde, ich würde mich da gar nicht richtig drauf konzentrieren können. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Glaubt mir das. Ich habe das früher immer gemacht in meinem alten Let's Play und es ging einfach gar nicht. Ich habe dann immer irgendeinen Kommentar vorgelesen, dann habe ich gesagt, ich beantworte den jetzt und dann ist irgendein Zombie gekommen oder so, dann bin ich wieder abgeschweift und dann habe ich für einen Kommentar, wo eigentlich die Antwort so super simpel war, zum Beispiel wie alt bist du, habe ich dann einfach so eine Minute gebraucht, um das zu beantworten. Und dementsprechend, wenn dann eine schwerere Frage gekommen ist oder eine komplexere Frage, wie zum Beispiel, wie bist du auf deinen Namen gekommen oder so, dann ist es halt im Endeffekt richtig nach hinten losgegangen und habe ich halt nur Bullshit gelabert. So, guck mal, wir machen hier mal ganz simpel und nehmen mal den Baum einfach mit. Einfach mal so ein bisschen Trickserei. Dann haben wir nämlich... Aber das sieht blöd aus, ne? Das können wir nicht machen. Ich glaube, die Bäume müssen wir echt abfarmen. sonst ist das scheiße. Okay, wir farmen die Bäume mal ganz kurz eben ab, weil sonst ist das blöd. Das sieht sonst einfach scheiße aus, wenn die Mauer dann auf einem Baum endet. Wie sieht das denn aus? Wo ist überhaupt der Zombie? Ich höre die ganze Zeit einen Zombie und der ist einfach nirgendwo hier. Keine Ahnung. Genau, übrigens, bin ich bei der Rebellion oder bei der anderen Seite? Ich habe das gestern im Stream, ich habe diese Frage unfassbar oft bekommen und wo wir gerade sowieso bei Fragen sind, kann ich das einfach mal beantworten, ganz kurz. Ich bin komplett out of Roleplay, das heißt, ich habe mich mit diesem Roleplay überhaupt nicht befasst und bin da auch absolut nicht mit drin. Ich habe auch momentan nicht vor, mich damit einzuklinken. Warum ich das Ganze nicht mache, ist im Grunde super simpel. Ich habe jetzt ein paar Mal mit dem Roleplay mitgemacht und für mich war das ultra unorganisiert. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, ich möchte da jetzt auch niemanden schlecht reden oder schlecht machen oder so. Absolut nicht, versteht mich da absolut nicht falsch. Ich liebe Roleplay, ja. Roleplay ist für mich eine Sache, die ich unglaublich gerne mache. Zum Beispiel Arma 3, viele von euch wissen das, ich habe das schon mehrmals gebracht. Ach genau, an der Stelle kann ich noch sagen, Arma 3, wir werden bald einen Tanoa-Live-Server starten für die Community. Da werden auch ganz viele andere Streamer dabei sein, zum Beispiel Earlyboy, der hat gesagt, der hätte Bock, damit zu machen. Und das wird ein reiner Streaming-Server. Das heißt, also was heißt ein reiner Streaming-Server? Man kann dann natürlich auch aufnehmen, aber in erster Linie wird da gestreamt. Ja. Und wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, ladet euch auf jeden Fall Tanoa runter, beziehungsweise schon mal alles runter. Ich werde da nächste Tage ein Video zu machen. So. Und dementsprechend habe ich natürlich auch mega Bock auf Roleplay. Also für alle Leute, die nicht wissen, was ist das, dieses Arma, dieses Tanoa Live, wovon der gerade labert. Tanoa Live ist ein Roleplay, also Live steht für Leben und Tanoa ist halt die Map. Das steht im Grunde dafür, dass man halt einen riesengroßen Server hat, wo halt auf eine bestimmte Art und Weise Roleplay betrieben wird. Das heißt, es gibt zum Beispiel Polizisten und dann gibt es halt die ganz normalen Bürger und dann gibt es halt auch noch Banditen sozusagen. Man muss halt mit seiner Rolle, also zum Beispiel, ich sag jetzt, ich bin Karl-Heinz als Beispiel. Ja, ich bin Karl-Heinz und der Karl-Heinz ist ein Psychopath, der alle Leute einfach die ganze Zeit nur anschreit. So, und dann ist halt meine Rolle, dass ich halt auf diesem Server rumrenne und alle Leute, die ich treffe in-game, einfach voll anschreie, ja? Also ich gehe zu den Leuten hin und beleidige die ganze Zeit, schreie die einfach die ganze Zeit an, so. Das ist jetzt natürlich im übertriebenen Sinne. Man kann natürlich auch die Rolle ein bisschen komplexer gestalten. Ich denke mal, ihr wisst, worauf es hinausläuft, ja? Also im Endeffekt ist es halt so, ich habe eine Rolle, die überlege ich mir und die ziehe ich dann durch. So, und da entwickelt sich das Roleplay. Das heißt, alles, was passiert, passiert halt unorganisiert. Und das ist aber trotzdem, durch die Regeln, die es gibt, ist das Ganze organisiert. Das heißt, im Endeffekt nichts anderes wie, bestimmte Dinge dürfen gemacht werden und bestimmte Dinge dürfen einfach nicht gemacht werden. Also zum Beispiel kann ich nicht hingehen und eine Schlacht anfangen oder eine Bank überfallen, dann werde ich getötet und dann spawne ich neu und gehe dann sofort zum Beispiel wieder zu der Bank hin und mache weiter. Weil eine Regel in Arma 3 live besagt, dass man, wenn man stirbt,
man sozusagen ein neues Leben beginnt. Mit der gleichen Rolle, aber man beginnt ein neues Leben. Klar, man kennt die Leute noch, ein bisschen Lücken sind immer da, aber ich darf jetzt nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt tot und dann gehe ich zu dem Banküberfall wieder hin, weil das ergibt in Arma einfach keinen Sinn, weil dann gesagt wird so, hey, pass auf, ich habe dich gerade erschossen, ne? Der Polizist sagt dann, ich habe dich gerade erschossen. Du kannst nicht einfach wieder zurückkommen. Das geht nicht. Du hast dein Gedächtnis zu diesem Banküberfall verloren. Dementsprechend wurde aber auch deine ganze Geschichte gelöscht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Banküberfall mache und die Polizei erwischt mich nicht, ich hau zum Beispiel mit dem Auto oder mit dem Helikopter oder mit dem Flugzeug ab mit meiner Gruppe, dann sucht die Polizei uns. Sobald sie uns getötet haben, ist sozusagen unsere komplette Akte gelöscht. Ja, also ich denke mal, ihr versteht, worauf es hinausläuft. Das ist für mich absolut das Nonplusultra beim Roleplay. Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Und das wird auf jeden Fall auch wieder kommen. Das ist aber hier bei Craft Attack leider nicht so. Bei Craft Attack war das so, dass wir zum Beispiel diese eine mega krasse Schlacht hatten. Und dann haben wir ja Leute getötet. Und damit die nichts verpassen, sind die einfach sofort wiedergekommen und haben sofort wieder mitgekämpft. So. Und das war halt für mich mega scheiße. Und das habe ich halt angesprochen in der Gruppe, habe auch gesagt, dass das für mich halt nicht so Roleplay-mäßig ist. Und dann haben die halt gesagt, so, ja, wenn das nichts für dich ist, dann musst du halt einfach dich ausgeben. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Dann bin ich halt erstmal nicht dabei. So. Und deswegen mache ich da halt nicht mit. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Stress haben oder so. Das muss man ja an der Stelle immer mal wieder sagen, weil sonst immer alle sagen so, habt ihr Stress und alles okay bei euch und so, blablabla. Es ist alles in Ordnung, keine Panik. Wo ist denn hier die Workbench? Die habe ich doch irgendwo hier hingesetzt gehabt. Lol. Ah, dann brauche ich eben eine neue. Die 500. Es ist alles in Ordnung. Es geht mir halt einfach nur darum, dass ich da keinen Spaß dran habe. Und wenn ich an irgendwas keinen Spaß habe, dann mache ich da nicht mit. Auch wenn das Ganze einen Hype hat. Das ist ganz simpel. So, und damit ist die Frage jetzt ausführlich beantwortet. Und ich möchte einfach, dass ihr das auch akzeptiert. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann ist das auch in Ordnung. Damit komme ich klar. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte irgendwie, ich wollte Treppen craften. Denn wir brauchen Treppen für die unteren Säulen an dem Ding. Gebumst. Mauerteil. Und da brauchen wir einige. Deswegen mache ich auch einige. So. Zack. Und let's go. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal ganz kurz auf die andere Seite, weil wir müssen diese Säulen unten noch bauen. Das ist jetzt aber relativ easy. Also im Grunde müssen wir jetzt nur so machen. Zack, zack. Und zack. Nein, das war falsch. Obwohl, das können wir auch so machen, ne? Dass wir die Außenseite einfach so voll bauen. Bob. Alter, ich und Treppen setzen, ne? Da kriege ich echt die Krise bei. Wartet. Ja, okay. Ich höre schon wieder irgendeinen Zombie und ich weiß nicht, wo er ist. Und warum habe ich das da oben gebaut? Wenn die Säule noch einen weiter runter geht. Mann, Zander, konzentrier dich mal, ey. Unfassbar. Irgendwo, ich glaube, der Zombie ist in der Mauer drin, kann das sein? Ich glaube schon. Alter. Treppen bauen ist die Hölle. Treppen bauen ist die Hölle. So, sehr schön. Okay, so klappt das. Geht das auf? Ja. Ach, gut. Okay, so gefällt mir das auf jeden Fall. Und wenn wir das so durchziehen, dann geht das auf jeden Fall voll klar. Mein Gott, ich habe auf jeden Fall in dieser Folge wieder gelabert. Wenn euch diese Folge so gefällt, wie ich die jetzt aufgemacht habe, dann schreibt auf jeden Fall mal gerne einen Kommentar und lasst bitte mal eine positive Bewertung da. Einfach mal, damit ich weiß, gefallen euch die Folgen so oder nicht. Ich habe in der letzten Folge so eine Laberfolge gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass es gut angekommen ist, aber es wurde relativ wenig dazu geschrieben. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr da mal Feedback zu gebt, weil solche Laberfolgen mache ich auch total gerne. Also mir macht es echt viel Spaß, einfach mal ein bisschen drauf loszuerzählen und so ein bisschen vielleicht mal sich so eine Story auszusuchen, die man noch erzählt in dem Video oder so, keine Ahnung. Aber so grundsätzlich ist das sowas, wo ich sage, das macht mir am meisten Spaß. Wartet mal. Wo ist denn der Creeper jetzt da? So, grundsätzlich macht mir das so am meisten Spaß, wenn ich halt wirklich hingehe und einfach mal so ein bisschen erzähle, was ich so mache und was so passiert ist und blablabla. Also wenn euch das Spaß macht und ihr sagt so, yo, das kannst du gerne öfter machen, dann schreibt auf jeden Fall mal einen Kommi dazu. Weil dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, okay, das kannst du mal öfter machen. Ich werde natürlich auch mal wieder andere Folgen machen, aber so grundsätzlich fände ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir das so aufziehen. So, damit haben wir auf jeden Fall die Säulen schon mal gebaut. Das werde ich natürlich alles anpassen. Die Säulen auf der Seite sind soweit fertig. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz eben auf die andere Seite und baue das da auch noch fertig, damit wir nämlich einmal rundum die Säulen an der Mauer fertig gebaut haben. Und ich finde, das sieht schon mal ziemlich fett aus. Also das sieht auf jeden Fall nice aus. Wir müssen natürlich noch diese Schießrinnen und sowas alles in die Burg reinbauen. Eventuell noch ein bisschen verzieren. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das da mache und was ich da genau mache. Da müssen wir mal schauen. Da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Aber da werden wir auf jeden Fall noch eine Lösung finden. Ups. Wartet mal. So, bam. Okay, sehr schön. So, jetzt hauen wir die anderen Treppen nochmal hier rein. Boah, Alter, wie wenig... Doch.
Ja, passt noch. Ich glaube, das kriegen wir hin mit den Treppen. Das sollte passen. So, einmal hier rundherum noch. Und dann haben wir die Außenseite von der Mauer schon fertig. Wir sind ja schon fast am Ende angekommen. So. Und ihr hört vielleicht, es tut mir leid, meine Nase. Ich bin echt krank, ey. Ohne Scheiß. Ich bin echt krank von dieser blöden Katze. Aber ich mag unsere Katze. Ich möchte nicht, dass das jetzt blöd rüberkommt oder so. Unsere Katze ist toll. Auch wenn der Fräulein ist ein Kater, auch wenn der Fräulein an der Düse hat, ist unser Kater eigentlich toll. Aber welcher Kater hat nicht einen an der Düse? So, ohne Scheiß, so Katzen, das ist so ein absolutes Phänomen. Ne? Ich kann das echt nicht erklären. So, ich habe Katzen früher gehasst wie die Pest, weil für mich halt Katzen immer mit dieser Katzenallergie verbunden waren. Und wenn ich Katzen gesehen habe, dann wusste ich sofort, boah, jetzt gleich geht's wieder los. Aber jetzt im Endeffekt so, wenn man so selber einen Kater hat und weiß, wie süß die einfach sein können, wenn die dann ankommen und dann ja, kuscheln wollen, ich sag jetzt mal, das ist schon echt süß, ey, da muss ich echt sagen. Voll der softe Zander hier gerade, ey, was ist los mit mir? Aber man muss es einfach auch mal so zugeben können, ne? Das ist einfach so. Wenn man sagen kann, dass Kater blöd sind, also wenn ich es früher sagen konnte, dann muss man jetzt auch mal einfach sagen, dass Kater süß sein können. Oder Katzen im Allgemeinen. Ich sag mal, die Leute, die Katzen haben, die können das nachempfinden, was ich gerade meine. Und die Leute, die Katzen hassen, die werden das vielleicht irgendwann nachempfinden können. Und wenn sie es nicht können, dann... Ja, dann ist das halt eben so. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade erzähle. Deswegen werde ich an dieser Stelle einfach mal einen Cut ziehen. Ich werde mal ganz kurz eben versuchen, das Ganze nochmal ein bisschen von einer etwas weiteren Distanz... Entschuldigung. Einer weiteren Distanz nochmal zu betrachten. Na gut, da ist jetzt diese Dirtwurst noch in der Luft. Dementsprechend sieht das jetzt nicht so geil aus. Aber... Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Ich finde, das macht sich auf jeden Fall schon mal langsam. Also bis jetzt sieht das schon mal cool aus. Wir werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen was machen müssen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut. Ich hoffe, dass es euch bis hierhin Spaß gemacht hat. Lasst gerne, wie gesagt, eine positive Wertung da. Schreibt auch gerne einen Kommi. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen um 14 Uhr wiedersehen. Um 16 Uhr kommt noch Planet Coaster, um 18 Uhr kommt noch Rainbow Six Siege. Nicht verpassen, schaut da gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, dieses Wochenende gibt es, glaube ich, keinen Livestream mehr. Vielleicht spontan, aber eher nicht. Also Leute, haut da rein, habt noch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Ciao!